beziehungsweise ist teilweise auch ausgesetzt worden. Das heißt, es erweckt den Anschein, wir sind ziemlich gefährlich. Jetzt wollen wir euch aber mal erzählen, warum wir denn hier so zusammengekommen sind. Wir sind alle GEZ-Nichtzahler. Jeder hat so seine eigene Geschichte in Verbindung damit. Und ich würde ganz einfach sagen, die Katrin fängt mal an und fängt jetzt zu erzählen an. Von ihrer Geschichte. Also, gegen mich lag seit Anfang auch Hustenhaftbefehl vor, weil ich die seit 2013 eingeführten Zwangsbeitrag nicht bezahle und im Zuge der Zwangsvollstreckungsmaßnahmen die Vermögensauskunft nicht abgegeben habe. Weil das für mich auch einfach mit Schuldeingeständnis gleichkommt und ich grundsätzlich prinzipiell gegen diesen ungerechten Beitrag bin. Nach Ausstellung des Haftbefehls habe ich dann im Internet Hilfe gesucht und gefunden, ne? Die Blinde in allererster Linie. Natürlich auch noch ganz viele andere Leute, wie GEZ-Boykottforum möchte ich erwähnen, die Demo in Karlsruhe organisiert haben. Dadurch ist mein Fall dann auch noch bekannter geworden. Und auch die ganzen vielen Helfer auf den Facebook-Seiten, die mir gesagt haben, wie ich jetzt an wen ich schreiben kann, wie ich was formulieren kann und Tipps gegeben habe. Und natürlich auch dem Olaf Kretschmann, den ich durch die Sieglinde dann kennengelernt habe, der ganz eng mit mir zusammengearbeitet hat, weil ich den Beitrag aus Gewissensgründen nicht bezahle. Also es ist sozusagen eine Gewissensnot direkt da, weil ich mit meinem Kind fernsehfrei und radiofrei lebe, mich dafür so entschieden habe und einfach ich überall, ja, auch hier kann man es hören, im Restaurant, ne, wird man mit Radio und mit Werbung belästigt im Supermarkt irgendwo und ich lehne das grundsätzlich ab. Zu den Gewissensgründen kann ich ja noch gerne mal kurz sagen. Jedenfalls nach der Ausstellung des Haftbefehls und diesen ganzen, der ganz großen Hilfe im Internet und dann haben wir es versucht, eben in den Medien publik zu machen. Das ging dann über das Stadtfernsehen und erst kleinere Beiträge im Internet, bis dann irgendwie das Sat.1 vom Stadtfernsehen und die Akte zu mir kam und gedreht hat. Und letztendlich stand dann ein Artikel in der WZ und in der Bild-Zeitung. Und an dem Tag der Veröffentlichung hat dann der RBB, der zuständig ist, meiner Landesrundfunkanstalt, an dem Tag, wo das in der Bild-Zeitung stand, haben sie dann sich das erste Mal öffentlich geäußert und den Haftbefehl zurückgenommen. Soweit meine Geschichte. Ich werde momentan in Ruhe gelassen. Also es gibt niemanden mehr, der die Beiträge sind offen, aber es gibt jetzt niemanden mehr, der sie von mir einfordert. Also. Ich gehe mal, ne, weiter an Handy. Ja. Mein Werdegang ist ähnlich wie bei Katrin. Ich habe die Gebühren seit 2013 nicht mehr bezahlt. Und zwar, weil ich gesagt habe, ich möchte mich reinschreiben, was ich für Medien nutze, da ich die Öffentlichkeit nicht nutze. Also ich bezahle das nicht mehr. Es kam zu Vollstreckungsverfügung vom Landratsamt bis hin zum Gerichtsvollzieher. Vor 2 Jahren wurde das aufgrund des Tribunalurteils abgewiesen. Der Gerichtsvollzieher sah das auch ähnlich wie ich. Und nun kam es mit einem neuen Gerichtsvollzieher bis auf Ausstellung eines Haftbefehls. Und es wird auch den Sinn, habe ich noch nicht. Auch ich habe Hilfe im Internet besucht, hauptsächlich über Facebook. Habe viele Leute auch kennengelernt, ähnlich wie Katrin Kutschmann, und kooperiert, viel telefoniert. Und ja, es wurde dann recht schnell dadurch, dass Leute Aufruf geschrieben haben per E-Mail und per Brief und der Haftbefehl zurückgezogen. Allerdings habe ich mittlerweile die Akte von mir liegen und dann hat es auch schon draußen. Und ich weiß, was als nächstes kommt, und zwar eine Konto- oder Lohnpfändung. Und ich muss jetzt halt erstmal schauen, dass ich in der Richtung weitergehen mit Kündigungsschutzkonto.
Ich finde einfach, es geht das so, es sollte über diesen ganzen Essen finanziellen Kosten vor den Firmen stehen. Und ich finde die Kaltschnäuzigkeit, die da vorgegangen wird, ist einfach menschenunwürdig, wenn mir Mitarbeiter von Land was absagen. Es ist eine deutsche Kaltschnäuzerei, das ist bereits nicht passiert. Was soll das denn? Jetzt kurz zu meiner Geschichte. Ich bezahle seit 2014 keine Beiträge, Gebühren mehr. Anders ist, als ich studiere, dass ich das Ganze gewohnt habe. Da könnte man natürlich sagen, warum trage ich nicht? Das war ganz einfach auf Gericht, da kann man sich nicht mehr verlassen. Einzig Tübinger Landgericht oder auch Amtsgericht eben schlüssige Erklärungen hat, dass das Ganze nicht verfassungskonform läuft. Ich habe im Jahre 2013 noch ein Zahnarzt alt, das ist ja ein Zweifach-Service, ist aber kein Service, deswegen ist es nicht mehr bei der EKZ. Irgendwann ist dann die Zwangsvollstreckung eingeleitet worden und ich habe dann reagiert, habe Zurückweisung unterschrieben, das Ganze dann natürlich nach nichts gebracht. Und irgendwann wurde dann der Haftbefehl ausgestellt und ich bin dann auch irgendwann inhaftiert worden. Nachdem das Ganze dann in die Öffentlichkeit kam, danke an GEZ-Boykott, danke an alle, die sich daran beteiligt haben, dass mein Fall bekannt geworden ist, auch an die Presse, die dann wirklich das Ganze rundherum bundesweit bekannt gemacht haben, bin ich dann sehr, sehr schnell entlassen worden. Und sozusagen, er stimmt kein Zusammenhang zwischen der 14. Entlassung und der Bekanntgabe meiner Inhaftierung. Das kann ich glauben, das kann ich auch sein lassen. Ja, warum bezahle ich keine Lehrgeld? Die Würde des Menschen ist unantastbar. Ist es würdevoll, wenn ich dazu gezwungen werde, ein Medium zu finanzieren, das ich nicht nutze, das ich ablehne, wo ich auch denke, viele Informationen, die dort übermittelt werden, stimmen ganz einfach nicht zu machen. Mir steht laut Grundgesetz die ungehinderte Unterrichtung über freie Informationsquellen zu. Dadurch, durch diese Regelung jetzt ab 2013, ist das in meinen Augen ganz einfach gewährleistet. Weil, wenn ich das Geld für die GEZ ausgebe, kann ich mir andere Informationsinhalte nicht mehr besorgen. Freie Wahl ist dann ganz einfach nicht mehr gegeben. Deshalb berufe ich mich jetzt auch im Weiteren wieder noch aufs Grundgesetz, Artikel 20, das Recht auf Widerstand. Ja. Und was vielleicht auch noch wichtig ist, warum ich sage, der Klageweg bringt nichts, es handelt sich hier um jährlich über 8 Milliarden Einnahmen. Das heißt, Tageseinnahmen von 22 Millionen Euro. Das muss man sich mal überlegen. Ein Medium hat täglich 22 Millionen Euro zur Verfügung. Erstens, überlegt euch mal, sieht das Programm danach aus? Geht das Geld wirklich alles in das Programm oder wo könnte das Geld hinfließen? Und das passt alles überhaupt gar nicht zusammen. Und ein Richter, es wird keinen Richter geben, der sich da ranwagt, eine solche Einnahmequelle zu finden. Deswegen habe ich ganz einfach kein Vertrauen in die Gerichte. Ich habe also auch Belege dafür, dass von den Gerichten keine schlüssigen Erklärungen kommen. Da wird ganz einfach alles durchgewunken, egal wie man argumentiert, auch die fehlenden Verhältnisse, die sich da entspielt, überhaupt gar keine Rolle. Ich gebe es ganz einfach mal an die Tatjana weiter. Ja, ich bin Tatjana, ich wohne in Köln, 32, wohne allein. Was heißt, ich habe keinen Schutz, also wenn ich gegen mich liegt auch ein Haftbefehl vor, seit August 2016, weil ich seit 2013 keine GEZ-Gebühren zahle. Das hat mir ganz schon Angst gemacht. Ich war die letzten zwei Wochen dabei. Ich wusste, wenn jetzt die Gerichtsbeziehung mich abholen würde, keiner würde davon erfahren. Ich weiß nicht, wann ich dann freikommen würde. Das brachte mich dazu, dass ich mich an die Presse wenden wollte. An den Press habe ich mich gewendet. Andere haben gar nicht reagiert. Danke an den Jus, das hat mich auch unterstützt. War sehr schnell die Reaktion. Und danke. Ja, ganz lieben herzlichen Dank an Sie, Linde, und Ihr Netzwerk. Also du
durch andere Kontakte in Köln konnte ich an Sekunde mit Zylinder verbunden werden und sie haben mich wirklich, würde ich sagen, gerettet. Sonst wäre ich jetzt wahrscheinlich in Haft, weil ich, ich würde auch meine Wohnung auf Dauer verlieren. Man weiß ja, seit man die Miete ein oder zwei Monate nicht, fragt man nicht nach, warum, dann wird man obdachlos. Ich würde meine Arbeit verlieren, obwohl ich sehr gewissenhaft arbeite, ich unterrichte Deutsch für Grundschüler. Ich genieße meine Arbeit, das finde ich sehr gut. Also ich würde sagen, ich bin ein sehr anständiger Mensch und ich werde kriminalisiert. Warum? Weil ich einfach kein Mitläufer bin, weil ich frei entscheide, auf welchen Quellen ich mich informiere. Ich habe überhaupt kein Interesse am Fernsehen und das war schon immer so, seit ich alleine wohne, seit ich 20 bin, also sprich 12 Jahre mittlerweile, habe ich keine Rundfunkgeräte, weil ich aktiv sein möchte. Ich kann meine Zeit nicht damit verbringen, vor einer Glotze zu sitzen, weil das ist verlorene Lebenszeit. Ich möchte lesen, ich möchte Sport treiben, ich habe einfach keine Zeit dafür. Mir das, was da angeboten wird und mich damit zu füttern. Jetzt hat den Haftbefehl niemand offiziell zurückgezogen, der steht weiter im Raum. Sprich, ich könnte jeder in jedem Moment verhaftet werden. Aber durch die Öffentlichkeit hoffe ich, wird das nicht passieren. Also ich finde, die Öffentlichkeit ist momentan der einzige Weg, wie man diesem Unfug, diesem Unrecht ein Ende geben kann. Weil offizielle gerichtliche Mittel haben leider bis jetzt gescheitert. Ja. Ja, jetzt haben wir vielleicht alle noch einen kleinen Wunsch für die Zukunft. Was die GEZ angeht, vielleicht kann da jeder noch was sagen. Okay, also grundsätzlich gehört dieser Zwangsbeitrag in dieser Form in meinen Augen abgeschafft. Es ist undemokratisch, es ist ungerecht, es ist ungesetzlich und ich wünsche mir einfach, dass mehr Leute dieses ganze System hinterfragen und sich unserer Bewegung anschließen, einfach nicht zahlen, soweit wie jeder damit leben kann, mit den Konsequenzen natürlich. Aber nur in der großen Masse werden wir das schaffen, dass es irgendwann diesen Zwangsbeitrag nicht mehr geben wird. Ja, dem schließe ich mich natürlich an. Auch ich wünsche mir, dass die Menschen aufwachen, überlegen, was sie sich selber täglich ansehen, was sie nutzen, was sie auch ihren Kindern zeigen, nicht zeigen wollen. Und man könnte in Richtung Reform gehen, vielleicht, dass man sagt, wer die Öffentlich-Rechtlichen nutzen möchte, der soll das gerne tun. Es könnte eine freiwillige Abgabe werden, es könnte auch ein verschlüsseltes Pay-TV werden. Ideen haben wir eigentlich genug. Aber bis dahin sollen die Menschen einfach ein bisschen Mut zeigen, auf die Straße gehen, demonstrieren oder auch einfach nicht zahlen. Das ist die kritische Masse recht. Ja. Ich wünsche mir in erster Linie, dass die Intendanten der Öffentlich-Rechtlichen auch mal zu ihrem Wort stehen, wenn sie sagen, dass das Haft nicht gewünscht ist, dass man das doch im Vorfeld gleich ausklammert. Die Möglichkeit besteht, es gibt diese sogenannten Amtshilfeersuchen und dort kann direkt reingeschrieben werden, Haft ist nicht gewünscht. Es gibt die Aussage von der Professor Dr. Wille, Haft sei nicht gewünscht, niemanden. Es wird aber nichts getan in der Praxis, dass das nicht mehr passiert. Das sieht man ja hier. Es wird wirklich mit Einschüchterung und Angst machen. Gearbeitet, ihr kennt das hier alle am eigenen Leibe. Die Öffentlich-Rechtlichen sagen aber, die Mehrheit der Bevölkerung ist von ihren Angeboten überzeugt und finden das alle ganz toll und gut. Dann sage ich doch ganz einfach, warum akzeptiert ihr denn einfach nicht, dass es Leute gibt, die mit dem, was ihr anbietet, nicht einverstanden seid? Und damit das aufhört, dass man uns schwarz gucken und
oder was auch nicht immer unterstellt, verschlüsselt einfach eure Programme. Und wenn dann jetzt auch Internet, man kann die Seiten ganz einfach extra mit Login oder also kostenpflichtig einbinden, wie auch immer, das interessiert mich nicht. Lasst mich einfach in Ruhe mit eurem Angebot aus. Dann ist die ganze Diskussion zu Ende. Die Öffentlich-Rechtlichen sind von ihrem Angebot überzeugt, dann dürft ihr auch genügend Leute finden, die das gerne und freiwillig bezahlen. Das ist ein Aufruf an die Macher und vielleicht auch an die Ministerpräsidenten, die ja das Ganze in Gesetzesform dann noch verabschiedet haben, beziehungsweise die Parlamente. Macht euch mal ein bisschen Gedanken darum, was hier passiert an Kriminalisierung von unbescholtenen Leuten. Das ist weder vertragbar noch haltbar, weil wir sind inzwischen bei knapp 5 Millionen Leuten, die die GEZ nicht bezahlen. Sollen wir jetzt alle inhaftiert werden oder was? Also, das wäre vielleicht noch so spät von mir. Und was vielleicht noch mir gerade noch so einfällt, innerhalb von den GEZ-Nichtzahlern ist eine ziemlich große Zersplitterung. Und jeder sagt, mach dies, mach das, mach jenes. Lass doch einfach jeden seinen Weg gehen und eine gegenseitige Toleranz. Ich finde auch nicht gut, was der eine oder andere argumentiert. Ich stehe ganz einfach für einen friedfertigen Widerstand in Anführungsstrichen, bevorzugt an sich, sage ich, für die freie Wahl der Medien. So, das war's von mir. Ja, also es wurde schon viel gesagt, ich kann mich dem nur anschließen. Ich hoffe und ich bitte sehr, dass in Zukunft nicht mehr mit Erpressung und Einschüchterung, vor allem von Frauen, von alleinerziehenden Müttern, von alleinstehenden Frauen oder allgemein von Menschen, nicht mit Erpressung und Einschüchterung gearbeitet wird, egal was ich in dem Fall. Vorhin Maggie sprach irgendwie von Demonstrieren, GEZ-Boykott hat am 29. April wieder eine Demonstration organisiert, diesmal in Berlin. Und ich hoffe, dass wir auf jeden Fall mehr Leute jetzt werden, als es in Karlsruhe waren und dass wir mit einer richtig lauten, starken Menge dort unseren Protest kundtun. Ich denke, dass wir das auch alle zumindest nach allen Möglichkeiten versuchen einzurichten, dort aufzutauchen. Und ich bin eigentlich für alle ganz dankbar. Weil wir stehen für Zusammenhalt und wir stehen füreinander ein und helfen und unterstützen uns. Und wir stehen hier stellvertretend für all diejenigen, die mit dem Zwang einfach nicht mehr einverstanden sind. So. Ich muss jetzt erwachsen sagen.